Willkommen zur Medienkonferenz nach diesem Spiel. Ich begrüße Sie. Ich begrüße natürlich auch beide Trainer. Gratuliere Joël Magna und seinem Team zum Sieg und bitte wie immer unseren Gast Fabio Celestini um seinen Kommentar. Ja, herzlichen Glückwunsch zu Joël und Ibe für den Sieg. Nicht viele Sachen zu sagen, nachher 6 Minuten, 8 Minuten, wir haben 2-0 verloren in Standard, wo normal wir sind Start. Wir haben kassiert kein Tor bis jetzt. Im Start und defensiv, aber heute war auch ja, nicht gut in dieser Sache. Und nachher wir bekommen die dritte Tore nachher 17 Minuten, ich glaube 16 Minuten. Und das Spiel ist fertig nachher 17 Minuten. Und wann funktioniert die Standard? Wann funktioniert nicht die Standard-Defensiv? Wann funktioniert nicht die Standard-Offensiv? Wann funktioniert nicht die offensive Phase? Wann funktioniert nicht die defensive Phase? Wann funktioniert nicht die Umschalten, offensiv, defensiv? Zweikampf, Einstellung, Qualität. Ich glaube, dem Trainer muss nehmen seine Verantwortung auch. Aber warum diese Spiele, ich glaube, ist mein Fehler. Etwas in dieser Woche, ich habe nicht gut gemacht, sicher, auch in die Verbreitung von dem Spiel. Warum ist nicht möglich, zu nicht eine Sache machen gut? IB hat ein sehr gutes Spiel gemacht, mit viel Aggressivität. Und ja, sie haben gut gespielt, aber ich glaube, meine Mannschaft kann viel besser machen. Kann und muss viel mehr machen und wenn ein oder zwei Sachen funktioniert nicht, wir können sehen, warum, analysieren, aber sehr ehrlich heute, wir können auch nicht analysieren dieses Spiel und das ist klar meine Verantwortung und für das, ich muss überlegen, was passiert diese Woche und ja, vorbereiten die nächste Spiel, zusammenbleiben, zusammen sein und weiterkämpfen, wir haben keine andere Sache, aber klar, das Spiel von heute ist klar meine Fehler. Vielen Dank, Joël Magna. Ich starte nach Maas. Bitte deine Analyse zum Spiel. Ja, danke vielmals für die Glückwünsche. Ich glaube, die Mannschaft hat genau das umgestellt, was wir wollten. Wir wollten mutig nach vorne spielen, wir wollten Druck machen, wir wollten mutig spielen und es ist uns sehr gut gelungen. Natürlich mit der ersten Torchance ein Tor zu erzielen, war ein idealer Start für uns. Aber ich hatte die ganze Woche ein gutes Gefühl. Die Mannschaft hat sehr gut trainiert und heute hat sich das Ganze bestätigt. Vielen Dank. Dann starten wir mit der Fragerunde. Bitte erste Reihe, bitte das Mikrofon benutzen. Danke. Fabio, eine Frage an dich. Fabi Frey hat gesagt, du seist sehr laut gewesen in der Pause, hättest aber die richtigen Worte gefunden. Frage, haben sie dich die Spieler nicht verstanden? In der Halbzeit. Ja, bis 3-0. Auch wenn du versuchen die guten Wörter, ist 3-0 gegen Ibe und Ibe war super auf dem Feld und mit viel Vertrauen, mit 3 Tore mehr ist nicht in der Halbzeit. Ich muss etwas machen. Ich bin in die Vorbereitung vorher dem Spiel und verbereiten besser dieses Spiel und entscheiden vielleicht besser. Und was ich muss überlegen, ist nicht meine Wörter in der Halbzeit, ist meine Wörter in die Woche. Nächste Frage, bitte. Was war denn, kannst du ein bisschen konkretisieren, was würdest du anders machen oder was ist genau der Fehler? War es die neue Taktik, die ihr ausprobiert habt oder die Aufstellung oder woran lag es? Hey, wir müssen analysieren diese Woche und warum dieses Spiel ist so. Warum, ich habe schon gesehen, ein Spiel, wo die defensive Phase war nicht perfekt oder die offensive Phase war nicht perfekt und eine andere Sache war nicht perfekt. Aber ich habe immer noch nie gelebt hier in Basel mit meiner Mannschaft, mit meinen Jungen, ein Spiel, wo nicht funktioniert. Nicht funktioniert. Und wann passiert das, ist die Verantwortung vom Trainer. Und die Taktik ist das gleiche von der zweiten Halbzeit in Verlängerung gegen Lugano und die zweite Halbzeit von Lausanne. Ich glaube, es ist nicht die Taktik für das. Ich muss überlegen, so was wir haben gemacht diese Woche. Und ich sage immer, wenn kleine Sache funktioniert nicht, ich glaube, die Spieler sind auf dem Feld und sie müssen manchmal besser machen. Und wenn nichts funktionierte, ist klar die Verantwortung von dem Trainer. Bitte. Fabio, wenn du sagst, zum ersten Mal hat heute gar nichts funktioniert, würdest du sagen, das war das schlechteste Spiel deiner Mannschaft, seit du FCB-Trainer bist? Ja. Ja, warum in jedem Spiel, vielleicht die erste Halbzeit war nicht so gut, und die zweite war gut, oder in der zweiten Halbzeit in Stade Lausanne war nicht gut, weil die erste war okay.
Ich habe immer etwas genommen von einem Spiel. Heute sehr ehrlich, nachher 16 Minuten, 3-0, zwei Standard defensiv, nachher auch viele Fehler. Ich habe nicht gesehen, eine Mannschaft mit dieser Mentalität zu versuchen, etwas vorne, mit diesem Selbstvertrauen auch zu spielen. Wir haben einen Plan, ich habe auch nicht gesehen, diesen Mut zu spielen, diesen Plan. Und. Ich kann hier eine Stunde machen, sprechen. Und wann nicht funktioniert, ist warum ich habe nicht gut meine Arbeit gemacht. Zweite Reihe bitte. Joel, du hast gesagt, deine Mannschaft soll einen mutigen Auftritt zeigen. Cedric Gitten hat davon gesprochen, dass du auch von ihr verlangt hast, dass sie hoch pressen. Kannst du auch ein bisschen Einblicke geben, wie du das geschafft hast? Also der erste Schritt war sicher, dass die Einzelgespräche mit den Spielern ein bisschen spüren, was sie für Tipp brauchen, was sie verlangen ein bisschen von mir. Und ich glaube, wir wollten ganz klar die IBDNA wieder in diese Mannschaft beibringen. Wir haben das auch mit verschiedenen Prinzipien im Training diese Woche angewendet. Und ich glaube, heute haben wir ganz klar gesehen, also diese Prinzipien ganz klar gesehen. Kannst du noch diese Prinzipien ein bisschen aufzählen? Warst du am Spiel oder was ist dir aufgefallen? Nein, das Vertikalspiel sicher. Und wie du gesagt hast, das Pressing, Hochpressen, die Intensität. Und das war vor allem da die Themen dieser Woche. Erste Reihe bitte, Mitte. Joel, ich muss auch noch mal da nachhaken. Hast du die Mannschaft wach geküsst oder hast du ein besonderes Mittel zu Hause gefunden? Ich meine, die Mannschaft war wie verwandelt. Plötzlich war sie wieder aktiv, sie war frei, befreit. Was hast du konkret gemacht? Ja, wie gesagt, Einzelgespräch mit den Spielern und klare Prinzipien. Und wir haben das umgesetzt. Die Mannschaft, habe ich gespürt, diese Woche, die lebt. Die leben gut miteinander. Und ich glaube, sie waren sehr heiß heute, vor 30.000 super Zuschauer zu spielen. Und ja, es ist uns gelungen, aber es bleiben noch 11 Spiele und das ist nur der erste Schritt. Vierte Reihe bitte. Meine Frage an dich, Fabio. Ja. Das 1-0 ist nach einem Eckball gefallen und der Eckball hätte eigentlich gar nicht sein dürfen, weil er das letzte Mal am Ball war. Meinst du, dass dieser Fehlentscheid, ohne diesen Fehlentscheid hätte das Spiel auch anders ausgehen können, oder? Nach dem frühen Gegentor? Nein, ich habe nicht ich habe nicht verstanden alle die Frage, aber du sagst, wenn... Das 1-0 ist nach dem Eckball gefallen. Ja, und die 2-0 ist ein Freistoß. Genau, und der Eckball war aber ein Fehlentscheid, weil der IB-Spieler war als letztes am Ball. Nein. Ich will nicht sprechen von das. Ich glaube, ich muss sehen, was er hat meine Mannschaft gemacht vor 45 Minuten. Und ich habe nicht diese Info, aber ich glaube, IB war besser in jedem Punkt heute. Und wir müssen sagen, Glückwunsch zu IB und arbeiten, kämpfen und arbeiten mit viel Demut. Ja, Joel, wenn man jetzt die Körpersprache, die Leistung, Resultat sieht, dann kann man zum Schluss kommen, die Mannschaft hat das gebraucht, diesen Impuls, sprich Trainerwechsel. Bist du mit mir da einig? Ja, also es ist nicht mal mich zu sagen, ob es mir gebraucht hat oder dieser Impuls gebracht hat. Meine Aufgabe, wie gesagt, sind noch 11 Spiele mit dieser Mannschaft zu bestreiten. Ich habe sehr viel Spaß mit ihnen und ja, werden nächste Woche schon in Lausanne bestätigen müssen. Erste Reihe bitte. Fabio, hast du eine Erklärung, warum jetzt zum dritten Mal in einem Spiel nacheinander so früh schon hinten liegt? Wie kannst du das erklären, jetzt zum dritten Mal nach einer Viertelstunde schon heute 3-0 gegen Lausanne 1-0, gegen Lugano 2-0, woran liegt das? Ja, wir haben schon gesprochen nachher Lugano, nachher Lausanne, gegen GC war das Gleiche. Ich glaube, es ist 2-0 in der ersten Halbzeit in GC. Die erste Halbzeit in Zürich auch war nicht gut. War viele Spiele, die erste Halbzeit. Wir sind ja, nicht mit diesem Mut zu proaktiv sein. Ist alles das Gegenteil von IB heute. IB heute spielt seine Prinzipien, seinen Plan mit Direktspielen, zweite Bälle und ja, sie haben super gemacht.
Aber sie haben einen Plan und sie machen 120% und nachher wir sehen, was passiert. Aber du kannst nicht warten zu dem Plan von dem Gegner. Und heute mit Ball auch, ich habe nicht gesehen, eine Mannschaft mit dieser Entstellung, mit dieser Wille, mit dieser Mut zu probieren, zu spielen, unseren Plan. Für das ich sage, wenn die Mannschaft macht nichts in alles, was wir haben vorbereitet. Wir müssen nicht zu viel analysieren dem Spiel, aber analysieren die Vorbereitung, die warum passiert ist. Erste Reihe bitte. Fabio, noch eine Frage. Das Thema mit den ersten 6 Plätzen, können wir das beerdigen noch heute? Ja, für mich ist meine Persönlichkeit. Wenn wir haben die Punkte für gehen die 6. Plätze, ich bleibe zu dieser Meinung, zu probieren zu gehen die 6. Plätze. Und im 6. Spiel, und wir haben nicht die Resultate von den anderen, aber wir haben 9 Punkte unten, ich glaube es ist 9, ja. Dann ist möglich. Kämpfen für das. Die andere Sache, wir wissen von den ersten Tagen, ist kein Problem. Dieser Abstiegskampf war absolut klar von den ersten Tagen, das ist kein Thema. Wir wissen, wo wir sind. Weil wir haben nicht gedacht, in diesen letzten Monaten, war vielleicht wir können. Aber ehrlich, mit dem Spiel gleich das, heute, wir haben keine Chance, das ist absolut klar auch. Wir müssen viele Sachen wechseln von heute, für probieren zu gehen in den 6. Platz. Die andere Sache, wir wissen, die Abstiegskampf, wir sind die Abstiegskampf von Oktober. Und das ist kein neues Thema, das ist diese, wenn wir wissen. Was hier ein bisschen neu war, die 6. Platz. Aber wenn die Punkte sind da, wir probieren. Oder ich probiere zu pushen meine Mannschaft zu die 6. Platz. Gibt es noch Fragen? Zweite Reihe noch. Une question pour Joël Magnin. Est-ce que la blessure de Nias est grave? J'ai pas encore d'information du physio, je ne sais pas. Fabio, als du gekommen bist, war der Letzter, dir war aber der Abstieg noch weit weg. Jetzt ist der Barrageplatz 2 Punkte weg. Hast du ein bisschen Angst vor einem möglichen Barrage oder ist das noch gar kein Thema in deinem Kopf? Mein Thema ist die Barrage und die letzten Plätze in meinem Kopf von dem ersten Tag. Ich war 5 Punkte hinten, die zweite letzte Plätze, wenn ich komme in Basel. Stade Lausanne war +5 für uns. Ich habe immer im Kopf die letzte und die zwei letzte. Dieses Thema ist in meinem Kopf jeden Tag. Jeden Tag. Was ich aber nie gedacht ist, wir können vielleicht die 6. Plätze nehmen. Das ich habe nie gedacht. Aber diese erste, letzte Plätze, zwei letzte, ist in meinem Kopf, und im Kopf von dem Spiel von, ich glaube, Oktober. Und diese 4 Spiele, 0 Punkte. Und ich glaube, wenn ich komme, ich weiß, was ich habe mit FC Basel. War die letzte mit 5 Punkten unten, die 2 letzte. Ist mein Kopf jeden Tag. Gibt es noch Fragen? Aber Angst. Angst ist eine andere Sache für mich. Gut, dann schließen wir hier ab. Das nächste IB-Heimspiel ist am 4. April gegen GC. Wir wünschen dem FC Basel eine gute Heimreise und allen eine schöne Woche. Danke vielmals.